Hallo Freunde, in dem heutigen Videobeitrag geht es um das Thema Bildbearbeitung. Ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, sag mal, wie bearbeitest du deine Bilder, was machst du, wie sind deine einzelnen Schritte? Eins vorweg, es soll kein richtiges Videotutorial werden, denn da findet ihr mehr wie genug. Es ist nur ein kurzer, knapper Einblick. Also, ich fange an, die Bilder oder die RAW-Dateien in Lightroom zu entwickeln. Dort nehme ich kleinere Korrekturen vor, vielleicht ein bisschen an der Belichtung, vielleicht Weißabgleich, Höhen, Tiefen. Oder ich setze auch mal den ersten Akzent schon mit dem Radialfilter. Aber alles sehr dezent. Ich gebe das dann über zu Photoshop und fange dort mit der Frequenztrennung an. Das heißt, ich trenne die Strukturen vom Hintergrund und kann so Makel entfernen, kleine Unreinheiten der Haut oder eben auch was im Hintergrund störende Effekte einfach entfernen. Der nächste Schritt wäre dann, die Wimpern einzuzeichnen oder nachzuzeichnen, wenn das vonnöten ist, wenn man ein bisschen auffüllen will oder die Wimpern etwas voller gestalten will. Ja, dann invertiere ich die Ebene, erstelle eine neue Ebene quasi als negativ und fange dann an, die Haut abzupudern. Aber das auch wieder nur selektiv, da wo es für meine Begriffe angebracht ist oder wo ich mir das wünsche. Was mache ich noch? Farblooks mittels Farbebenen oder Farbverlaufsflächen. Das halt auch wieder ebenenweise schön angepasst. Und zum Schluss ganz normal nochmal nachschärfen, aber auch wieder selektiv, dass das ganze Bild nicht überschärft ist. Ja? Ich habe euch einen kleinen Mitschnitt fertig gemacht, den hänge ich euch hinten dran. Nur den lasse ich euch jetzt in der vierfachen Geschwindigkeit laufen, sonst sitzt ihr noch eine halbe Stunde und Schritt für Schritt. Es soll wie gesagt nur einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen oder Kritik habt oder sagt, probier dies, probier jenes oder warum, wieso, weshalb, dann postet es einfach unten in die Kommentare. Ja, schaut es euch einfach mal an, habt Spaß, bis demnächst.